Einen schönen guten Tag, liebe Phobisten. Phobisten, ist das überhaupt ein Wort? I don't know. Ja, ich habe das Monster erledigt, finally. Mit allem, was hier noch war und mit allem, was ich dabei hatte. Es war wirklich haarscharf. Die letzten paar Schüsse aus der Pistole haben es entschieden. Somit konnte ich das Monster in die Flucht schlagen. Und jetzt können wir uns hier einfach mal in Ruhe umsehen. Hier fehlt anscheinend eine Taste, aber ich habe sie nicht. Gut, die Tür geht nicht. Guck mich aber trotzdem nochmal einfach um. Vielleicht nochmal hier irgendwas liegt, aber nee. Ich habe ja keine Munition mehr, das ist relativ schlecht. Für das, was jetzt noch kommt, aber vielleicht finde ich ja noch ein bisschen was. Aber es hat echt gut was an Munition gefressen, das Vieh. Also es gab auch jetzt irgendwie keine Schwachstelle. Ich habe versucht meistens auf den Kopf zu zielen, wenn es irgendwie ging. Aber es war halt echt not that easy, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall ein Türschloss wieder. 5527. Gucken wir mal. Hast du so ein altertümliches Gebäude und dann modernste Technik, so mit Keycards und allem möglichen, was dazu gehört. Da komme ich nicht rein. Ah, das ist die... Toll. Weil da hinten ist der Speicherraum halt, ne? Komme, glaube ich, nicht mehr zurück, um zu speichern. Weil wenn ich jetzt sterbe, darf ich diesen Bosskampf nochmal machen. Ja, aber der Raum ist zu. Großartig. Naja, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Weil das Spiel hat kein Autosave. Also wenn du nicht gespeichert hast, hast du halt Pech gehabt. So richtig oldschool halt, ne? Hier, was ist mit der Tür? Auch zu. Alles verschlossen. Ich blick das nicht. Mit der Tür hier? Braucht einen Schlüssel. Okay, alles klar. Hier ist so vieles verschlossen. Ah, jetzt bin ich hier. Ah, guck mal an. Die habe ich vergessen einzusammeln. Die hätte ich rein theoretisch auf. Hätte ich auch von der anderen Seite aufpicken können. In der Nachladezeit ist es halt echt ein Traum im Kampf. Ich weiß gar nicht, ob bei der Pistole eine Möglichkeit ist, das Nachladen zu verbessern. Ich glaube es nicht, aber. Speicher stattgefunden. Hier wird hier dann gespeichert? Heißt es das? Also das sah aus wie ein Notenblatt. Aber die Sache ist, ich habe die Taste nicht. Aber wir haben, eine weitere Kassette. Das ist schon mal großartig. Ich frage mich halt immer noch, wo das Maschinengewehr ist. Ich finde so viel Munition. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo die ist. Der Bühne des Theaters. Und eine Taste. Achte Etage. Okay. Das ist gut. Das kann ich den jetzt hier verwenden? Ja. Habe ich den noch? Durchaus. Geht der auch für hier? Nö, das ist einfach so zu. Also. Anscheinend kann ich den Bereich hier nicht öffnen. Ja, aber hier, das kann ich öffnen. Und dann ist das wahrscheinlich useless. War ich hier nicht schon? Ach, hier habe ich die Schafffigur gefunden, ne? Ja, ja. So, hier ist. Wir gehen einfach mal ab, statt ihn wegzuwerfen. Okay, da wir gerade hier sind, können wir uns den Kassettenrekorder holen. Wir können uns mal anhören, was hier drauf ist. I saw her again, the girl. Everyone here is terrified of her, and I don't blame them. Every time she shows up, we all feel some kind of intense pain. It's hard to describe, really. But honestly, I think she's trying to hurt us. From what I've seen, it seems like she's looking for something. Or maybe someone. This time,
when I saw her, man, I swear she was trying to speak to me. But the only word I could make out was daddy. I blacked out before I could hear anything else. When I woke up, she was already gone. I don't know what to think. If she's really not trying to kill us, what could she possibly be looking for? He's got to be talking about the same girl I've been seeing. What the hell does she want? Das ist wohl das größte Mysterium dieses Spiels. Wer ist sie, was will sie und warum taucht sie wieder mal auf und verschwindet? Wir wissen es nicht. Oh, warte mal kurz. Achso, das haben wir schon. Achso, das kennen wir schon. Ja, brauchen wir dann also nicht mehr. Genau wie das hier. Die Karte aktuell brauchen wir auch nicht. Ziemlich leeres Inventar, aber dann können wir halt einfach ein bisschen mehr mitnehmen. Ist auch ganz nice. Es fehlt dann noch ein Teil des modularen Schlüssels. Das ist halt auch noch was ich dringend bräuchte, weil können wir gewisse Orte noch öffnen, die uns verschlossen bleiben. Was ist damit eigentlich? Wie komme ich da dran? Drüben ist noch eine Tür. Vielleicht brauche ich dafür den Schlüssel noch. Ich hole ihn mal dann aus dem Inventar, aber es wurde markiert in den Mülleimer. Das heißt, theoretisch brauche ich das Item nicht. Ich will aber nichts unversucht lassen. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal mit. Wo ist der Schlüssel da? Metallschlüssel. Ich kann den ablegen. Dann ist er weg. Na egal. Dann wird er ja nicht mehr wichtig für die Story sein, beziehungsweise um hier voranzukommen. Aber wie zum Henker öffne ich die Tür hier? Dafür brauche ich doch garantiert auch einen Schlüssel, oder nicht? Zwischengeschoss 2. Ich brauche den Zwischengeschoss 2 Schlüssel. Okay. Eindeutig. Wie kommt man da hinten hin? Der andere Teil, ne? Hier zur Stadt und alle. Na gut. Erstmal müssen wir zurück zum Aufzug. Dann können wir die Taste nämlich einsetzen und dann kann ich in den 8. Stock fahren. Will ich. Für den. Bam. Bam. Ah, Gegner zu töten macht schon Spaß, wenn man die Munitionskapazität hat. Mir fehlt nur noch der 4. Stock, der 2. Stock, Erdgeschoss und der Keller. Dann kann ich in jedes Stockwerk fahren, was ich will. In jedes. Oh scheiße, habe ich nochmal gespeichert? Ich weiß gar nicht. Nicht, dass ich hier reinkomme und werde direkt angegriffen. Stephanie? Ah genau, wir sollten uns mit ihr doch treffen im 8. Stock, ne? Das. Verwende das Passwort, das dem Tag des Monats entspricht. Also ich habe die Karte abgelegt. Ne, ich muss nochmal zurück. Ich brauche die Karte. Aber wir haben ja im 7. Stock die Möglichkeit, ne? Ich kann auch im 5. Stock gehen. Weil im 5. Stock ist direkt, wenn ich rausgehe, rechts der Speicherraum. Dann speichere ich dort nochmal. Nehme natürlich die Karte mit. Es sah für mich halt fast so aus, als bräuchte ich sie nicht mehr. Deswegen. Leuchtet so rot. Verrückt. Wegen dem Feuer hier, oder was? Okay. So, als allererstes nehmen wir die Karte mit. Die brauchen wir noch, wie es aussieht. Da. So, und dann speichern wir gerade mal. Und so einfach hier. Gut. Thank you.
Also es gab bisher zwei Bosse in diesem Spiel und beide fand ich halt echt nicht geil. Die fressen irgendwie viel zu viel Munition. Man findet im Spiel einfach zu wenig. Ich meine, ich habe Munition für die Maschinenpistole, ja, aber ich habe halt keine Ahnung, wo die ist. Am Ende habe ich sie halt echt übersehen oder sowas. Das wäre natürlich super scheiße. Weil ich noch nicht in alle Stockwerke kann, um das zu untersuchen. Was soll man das sagen überhaupt? Verwende das Passwort, das am Tag des... das dem Tag des Monats entspricht. Hä? Tag des Monats. Also Tage sind 1 bis 31, das ist schon mal richtig. Tag des Monats. Uff. Keine Ahnung. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal schauen wir uns erstmal hier um, was wir hier haben. Vielleicht liegt hier noch Munition oder irgendwas zum Heilen. Da fehlt was an der Registrierkasse. Ein Rädchen. Oder ein Hebel. Voll wieder ein Safe. Ey, was weiß ich denn? In der Library hatte ich auch noch ein Safe. Guck mal, es ist so ein großer Schrank und da liegt noch ein Heftpflaster drin. Ne? Ein Drucker. Was ist das? Kaffeemaschine. Da liegt ein Zettel. Meister Christopher hatte recht, wie immer. Der von ihm vorher gesagte Reinigungsprozess hat nun begonnen. Davis Zeit als Anführer des Heiligen Pfads ist vorüber und sein Sohn wird das Mädchen in unserer Abwesenheit beschützen. Meine einzige Hoffnung ist, dass diejenigen, die uns folgen, unsere Arbeit mit unserem Sinne weiterführen. Es ist soweit. Mein Pfad endet. Ich habe keine Angst, denn ich weiß, dass sich die Verheißung der Auferstehung und des ewigen Lebens erfüllen wird. Es ist das große Versprechen des Meisters und der Meister hat recht. Über das Prinzip des freien Willens. Anaklekto. Okay. Ja, das ist wohl zu. Warte. Ja, das kann man nicht öffnen, da ist nichts. So, hier ist eine Tür, aber die geht wahrscheinlich nicht auf. Nö. Das ist Christopher oder wer soll das sein? Könnte es sein, da ist überall dieses Zeichen. Memento Mori. Da liegt noch was, ein Buch. Altes Buch. Exakte Wissenschaften, Entdeckung oder Schöpfung? Wieder zurück, brauchen wir nicht. Hier ist auch nichts. Guck mich gleich nochmal fix mit der Kamera um, ob ich da vielleicht irgendwas sehe. Dann brauchen wir einen Schlüssel, ich denke, den bekommen wir bald. Aha, da ist der Griff. Messer. Roberto, ich muss fort. Wenn es hier, wenn du es hierher geschafft hast, der Schlüssel zum Verwaltungsraum befindet sich im Empfangsbereich im Erdgeschoss. Du brauchst diesen Schlüssel, Stephanie. Der Schlüssel zum Verwaltungsraum befindet sich im Empfangsbereich im Erdgeschoss. Ja, im Empfangsbereich, da kommen wir ja nicht hin. There's no way. Did she really just leave me here to die? You know what? Fuck this. There has to be some way to escape through the reception area. I'll find a way out of here on my own. Jetzt auf einmal. Also der Protagonist in diesem Spiel gewinnt überhaupt gar keinen Blumentopf. Null. Nimm doch das scheiß Messer mit als Nahkampfwaffe. Come on. Ja. Stephanie wird aber, denke ich mal, ihre Gründe gehabt haben, warum sie weg ist. Aber er hat halt nicht viel erklärt, warum. Er hat uns einfach nur eine Nachricht hinterlassen und das war's. Aber naja, vielleicht sehen wir sie ja nochmal in diesem Spiel. Okay, ich habe den Griff. Mal gucken, was da rumkommt. Ein Schlüssel. Okay, was öffnet der? Zwischengeschoss 2. Das ist der Raum im siebten
Stockwerk. Cool. Ja, bevor wir uns das Rätsel annehmen, gehe ich nochmal ein Stockwerk tiefer. Weil mich würde gerne interessieren, was in dieser Schatulle drin ist, weil am Ende ist da der letzte Part für den Schlüssel drin. Für den Multikey. So, jetzt muss ich erstmal natürlich wieder hochlaufen. Ich habe keine Munition mehr, ne? Zwei Schuss, Alter, was zum Teufel. Aber kriege ich keinen Gegner tot. Die fressen zu viel. Das ist also weglaufen oder sonst irgendwas. So. Was? Gott, was weiß ich denn? Als der Totenkopf darauf, dass du nichts falsch machst, bin ich tot? Na, dann mach ich's lieber nicht. Nicht bevor ich gespeichert habe. Leider keine Ahnung. Im 8. Stock konnte ich leider nicht speichern. Deswegen wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich wieder runter in den 5. muss. Aber wir fahren jetzt einfach wieder hoch in den 8. Wir wollen ja noch die Tür öffnen. Danach kann ich immer noch speichern gehen und mich an diesem Rätsel versuchen. Weil diese Totenkopfkiste, die macht mir so ein bisschen Bammel. Das finde ich nicht gut. Könnte vielleicht sein, dass da eine Bombe drin ist. Weil da liefen ja so Kabel lang. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock drauf zu gehen. Vielleicht irre ich mich auch und dann ist, passiert nichts, aber wer weiß. Okay, nochmal. Verwende das Passwort, das dem Tag des Monats entspricht. Monat. Damit gemeint, welcher Monat denn? Ich würde sagen 20. Was war das? 207. Ich versuche das einfach mal. Das war's nicht. Okay. Ich werde das Rätsel offscreen machen, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren und zeige euch dann gleich die Lösung. Bis gleich. Sorry, ich muss gestehen, ich bin gerade super faul gewesen und check das halt einfach nicht. Deswegen habe ich mal nachgesehen, es ist 11.02. Warum auch immer. So. Die kann auch weg. Die hat einen Mülleimer-Symbol. Ablegen. Gut. Was bin ich denn jetzt? Ach so. Hä? Ah, das ist jetzt ein Shortcut gewesen. Verstehe. Okay. Ja, was nun? Finde den Schlüssel zum Empfangsbereich. Was hat er denn nochmal gesagt? Der hat ja gesagt, der Schlüssel zum Empfangsbereich wäre in im ersten Stock. Noch mal gerade gucken, ob ich hier auch nichts vergessen habe. Ich glaube aber nicht. Da haben wir schon alles eingesammelt, ne? Hier liegt auch nichts mehr. Safe, was weiß ich denn? Ich glaube, vielleicht gucke ich da auch noch mal nach, weil ich habe keine Ahnung, wo man diese Safe-Codes herbekommt. Oder der hier irgendwo versteckt.
gucke ich mich vielleicht einfach nochmal um. Ah, sorry, muss kurz niesen. Vielleicht steht der hier irgendwo, mal sehen. Aber ich habe hier halt gar nichts gesehen. Gar nichts. Cooles Bild. Sieht mir aber nicht danach aus. Wenn ich hier so umgucke, ist rein gar nichts. Irgendwelche Infos. Zeigt nach unten, aber da ist nichts. Das sind nur so Zettel auf dem Boden, aber die, mit denen kannst du ja nicht interagieren. Nee. Ein Schimmer. Woher soll man. Ganz ehrlich, woher soll man denn den Code denn rausfinden? Hä? Okay, ich guck mal schnell. Eins, sechs, vier, neun. Munition drin. Hier nehme ich. Ach, da habe ich ja schon geguckt, da war nur das Heftpflaster drin. Fantastisch. Okay. Gut. Mit dem Rätsel wollte ich mich ja noch auseinandersetzen. Deswegen werde ich jetzt offscreen nochmal kurz runtergehen und speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder bei diesem Rätsel. Ich werde es einfach mal versuchen, mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie hin mit Trial and Error. Mal sehen. Bis gleich. Okay, da werden wir. So. Ah, ich sehe gerade auf dem. Ach, okay, warte mal. Ich sehe es gerade. Hier ist ein. Hier ist ebenfalls ein Plus. Müssen die zusammengehören? Ist es das vielleicht? Weil hier sehe ich auch ein ähnliches Symbol. Ich glaube, darum geht's. Okay. Ist da auch ein ähnliches Symbol? Ja, gibt es. Ich habe gerade gesehen, da sind zwar Symbole auf diesen Rädchen drauf, sind alle aber sehr unterschiedlich. Also es passt irgendwie nicht so wirklich zusammen. Aber so könnte es gehen, ja. Ah ja, okay. Es ist ein Schlüssel drin. Was ist das für ein Schlüssel? Empfangsschlüssel, ja moin. Ja, dann kann ich ja jetzt direkt zum Empfang gehen. Perfekt. Okay, dann wieder ab zum Aufzug. Und dann gucken wir mal, was wir im Empfang finden werden. Ich hoffe Munition vielleicht. Das wäre halt echt wünschenswert. Ich habe auch eben Revolverkugeln gekriegt. Vielleicht bedeutet das ja, dass wir bald wieder eine andere Waffe kriegen. Wäre sehr cool. Vielleicht irgendwie den Knopf zu einem anderen Stockwerk, das wäre auch sehr geil. Weil ich habe ja noch einen Schlüssel für Zimmer 404, aber die Sache ist, in den vierten Stock komme ich nicht. Wird wahrscheinlich nur per Aufzug gehen. Ding, ding. Ach, natürlich. Ah, scheiße. Ja, bis der. Oh, guten Tag, da steht noch einer. Was zum Teufel? Hier ist alles voll mit denen. Ja, super. Und ich, der keine Leihmunition hat, muss es mir jetzt mit vier Typen aufnehmen, oder was? Guck mal, hier ist eine Uhr, wie praktisch. Will ich aber speichern, vielleicht despawnen die ja, wenn ich wieder lade. Falls ich sterbe. Wenn die jetzt nämlich alle auf mich drauf gehen, könnte das unter anderem passieren. Oh, da rennen sie schon.
Ja, komm, lass mich in Ruhe. So. Das sieht gut aus. Verwenden. Geht das denn nicht schneller? Die Tür zu, oder? Haha, die können keine Türen öffnen. Oder? Ah, die geht auf. Okay, gucken wir mal, was haben wir hier? Können wir einfach mal beide öffnen. Ja. Kugeln haben wir. Das begrüße ich natürlich. Ein Buch. Die vielen Welten. Man findet zwar viele Bücher in diesem Spiel, aber die Sache ist... Einen. Okay, alles klar. Man kann die meisten halt nicht mitnehmen. Ja, ich speichere die mal. Gerade brauche ich sie nicht. Weil ich die Knarre ja noch nicht habe. Begnügen sich da hinten. Da liegt ein Zettel. Gästeliste, Namen und Berufe. Roger Leitao, Orthopäde. Rogero Linz Paiva, Spezialkräfte, COESP. Ricardo Lima, Forschungsphysiker, PhD. Roseanne La Cerda, Bauingenieurin. Alles Mögliche. An Namen und Berufen. Gut, nehmen wir mit. Heute ist einfach alles zu lang, um es vorzulesen. So, nix. Führt mich wieder in die Main Hall. Da will ich auf keinen Fall wieder hin. Trifft sogar an der Wand, es gibt keine Wahl. Dachte man hat immer eine Wahl. Oh, liegt hier noch was? Oh, Verbandsmull. Geil. Nehme ich direkt. Und meine Heilung ist sehr bescheiden gewesen. Ding, ding. Erinnert ihr euch noch, als wir hier ankamen, wie das hier aussah? Guckt ihr es jetzt mal an. So, da ist eine Hand. Heißt, ja. Kann nur so durch. Was ist mit der Tür? Geht die nicht? Okay, deswegen. Kamera. Oh, zack. Auch Licht. Auf dem Sofa ist nichts. Kann ich es denn von der Seite aus öffnen? Nee. Jetzt mal mit der Kamera da durch. Ist jetzt nicht schlimm, aber ich dachte nur. Okay, da können wir den Schlüssel wieder verwenden. Elektrischer Schallkreis. Verwaltungsraum. Und ein Cube zum Verbessern. Wie viele Verbesserungspunkte habe ich? Zwei. Da liegt noch Munition. Es klingelt. Hä? Achso. Oh Mann, ich komme. Ja, ja, ja. That's it, Stephanie. I'm done listening to you. Finished. You got that? I can't explain. No, you screwed me. You knew that fucking piano monster was there, and you didn't tell me anything. Roberto, I was trying to... What? Trying to what, Stephanie? Because right now, all it seems like you're trying to do is get me killed. Okay, look, I understand why you're upset, but please just listen to me for a second. I'm sorry, all right? I waited by the statue as long as I could, but as soon as I heard the piano start to play, I had to run. I thought it would have been long gone by now. Otherwise, I never would have told you to meet me there. I know that none of this makes any sense to you right now, but I need you to understand one thing. If we want to get out of here alive, we need to work together. You know, working with you and getting out of here alive don't really seem like they go together all that well.
Roberto, you don't have a choice. There's no way out from the main levels anymore. The other survivors closed off every single entrance and exit throughout the hotel. All of them. Jesus Christ, is this some kind of sick joke? How can I trust a word you say after everything you've put me through? Hey, if you want to risk your life searching around the hotel for an escape route that doesn't actually exist, be my guest. Didn't think so. Now listen up. There's a large laboratory underneath the hotel, and there's only one way to get down to it. Below the statue on the 8th floor, there's a passage that will lead you to an elevator. To access this passage, you need to go into the administration office and open the safe next to the desk. Inside it, you'll find more information. This is really important. The girl needs your help. Oh, shit! Na, großartig. Der ist jetzt gerade einfach vom Himmel gefallen, oder was? Was zum Teufel? Öffne den Gang unter der Statue. Na, was habe ich denn da jetzt bekommen? Schaltkreis. Ein Schaltkreis für den Aufzug in der 4. Etage. Yes! Aber wie komme ich in die 4. Etage? Oder zum Aufzug? Ich weiß gerade nicht. Öffnet den Verwaltungsraum in der 8. Etage. Verwaltungsraum? Ah! Okay, alles klar. Ja gut, dann weg hier. Der tot, oder? Guck mal, seine Augen leuchten rot. Also er hat eine Hitbox. Nichts, das heißt nichts Gutes. Haben die Tür eingebrochen? Auch das noch. Wow. Du schon wieder. Ich habe dich ja lange nicht mehr gesehen. Perfekt gedodged. Shit, falsche Richtung. Anscheinend ist er nicht auf der Seite der Monster. Wenn er die kaputt macht, dann besteht die Möglichkeit, dass er... Soll ich sagen? Hä? Bin ich jetzt komplett verwirrt? Ich bin komplett verwirrt. Der Aufzug. Hier durch. Ich höre ihn rechts von mir irgendwo. Ach, da ist er. Die Musik sehr geil. Er schlendert aber auch so lang, als hätte er die alle Zeit der Welt, ne? Hä? Wie soll ich denn auf die andere Seite kommen hier? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Lass ihn erstmal wieder runter. Oh Gott. Kann er die Monster nicht einfach killen für mich? Das wäre so super. Ich habe gedacht, die können sich nicht riechen, weißt du? Dann könnte er die Monster auch erledigen. Okay. Ich muss dahin zum Aufzug. Aber ich komme nicht durch, weil hier ist alles zu. Okay, das heißt, ich muss durch den Schmamsch hier durch. Ah ja. Ich hänge fest. Okay. Sorry, muss sein. So, 4 Schuss habe ich noch. Oh, was ein Albtraum. Ach, hier ist... Ach, guck mal, der Gang ist jetzt frei. Ah, ja. Bin ich im zweiten... Scheiße. Das noch. Ja, genau. Alter! Tot. Das ist doch alles nicht wahr gerade. Oh Gott. Das war knapp. Da ist der Aufzug. Scheiße. Kann ich ihn dodgen oder so? Ja, ich bin tot. Ja, lass mich. Ja, du bist tot. Okay, ja, ist egal, ich habe vorher gespeichert, alles gut. Ich habe hier eben Erdgeschoss gespeichert. Ich muss den, muss den ganzen Blödsinn hier nochmal machen. Mit der Tür und so.
Aber das ist nicht schlimm. Das mache ich dann einfach offscreen. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann uns weiter umgucken. Die Items muss ich natürlich nochmal einsammeln. Vielleicht schaffe ich es nochmal hier hinzurennen und zu speichern. Bevor ich dann drauf gehe, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viele Gegner rumstehen. Also fuck this. Absurd. So wenig Munition, die ich habe. Mir fehlt halt einfach diese Maschinenpistole. Fuck, Alter. Hab die irgendwo vergessen. Safe. So viele Munition, wie ich finde, hätte ich die bestimmt schon haben müssen. Naja, ist egal. Gut, das war's erstmal von mir und dieser Episode von Phobia, Scientific Hotel. Und wenn ihr wollt, schaltet wieder ein, damit ihr seht, wie es weitergeht. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss.